So, und da sind wir wieder zu einem weiteren Teil von Portal. Und wie ihr wisst, im ersten Teil hatten wir die ersten 8 Testkammern schon hinter uns gebracht. Und in diesem Video wollen wir uns die 9. und fortfolgende anschauen. Wir werden jetzt sicherlich feststellen, die Kammern werden immer komplizierter. Wir werden sicherlich länger brauchen. In dem Video werden wir sicherlich nicht wieder 8 Stück schaffen. Oder wenn man die 0. mitzählt, sogar 9. Sondern da werden es vielleicht jetzt hier nur 3 oder 4. Aber wir schauen mal. Ich peile so 20, 25 Minuten immer so an. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Unmöglich. Naja, das wollen wir doch mal sehen. Wäre ja blöd, wenn wir hier nicht weiterkommen. Ja, wie gesagt, ich peile so 20, 25, maximal 30 Minuten an pro Folge. Da müssten wir eigentlich gut hinkommen. Und ja, ich glaube, es ist eine handelsübliche Größe, mit der man gut was anfangen kann. So, also wir haben wieder... Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Die ist nicht fehlerhaft. Okay, alles klar. Hier müssen wir wieder die Tür öffnen, indem wir hier den Kubus drauflegen. Und, haha, ich demonstriere es jetzt mal. Ich weiß, dass das jetzt nicht funktionieren wird. Wir nehmen den auf. Das Enrichment Center bittet ja erneut vielmals um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Die wird deswegen nicht funktionieren, weil wir... Also die Lösung jetzt hier, weil wir durch dieses, ja, durch dieses Feld durch müssen, was eben, wie gesagt, alle Gegenstände zerstört. Diese Kammer war wirklich ein Fehler. Wir empfehlen, jetzt aufzugeben. Hä? Aufzugeben ist keine Schande. An dieser Stelle abzubrechen ist in der Tat eine vollkommen vernünftige Reaktion. Jetzt muss ich nur noch... Ach, alles klar. Wir müssen... Ne? Hören Sie auf und es gibt sofort Kuchen. So, den Kollegen brauchen wir erstmal hier bei uns, jawohl. Und dann bringen wir den darüber. Jawohl. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Pessimistischer Einfluss. Ja gut, Mut gemacht hat sie eigentlich nicht gerade, aber geht nicht, gibt's nicht. Wird gemeistert. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Impulse. Okay, Impulse. Alles klar. Wir sehen es auch an den Piktogrammen hier, worauf es jetzt hinausläuft. Wir müssen den Impuls erhalten. Ich blende euch, ich habe bei Wikipedia, glaube ich, eine schöne Grafik gesehen, die würde ich euch jetzt mal hier einblenden. Und ich glaube, das illustriert ganz gut, wie das Prinzip funktioniert. Also, wer es nicht ohnehin schon kennt. Ich mache es jetzt ohnehin vor. Wir müssen da oben rauskommen. Würden allerdings direkt hier runterfallen. Das heißt, wir müssen ein bisschen Schwung nehmen. Jawohl. Und das reicht dann auch schon. Mhm, alles gleich. Also hier kann man es eigentlich noch viel besser erkennen, wie das Ganze dann funktionieren soll. Wir müssen uns jetzt quasi über diesen Abgrund katapultieren. Und werden hier oben rausgeschossen und indem wir uns hier runterstürzen, nehmen wir genug Fahrt auf, um hier diesen Abgrund auch überwinden zu können. Schauen wir mal, ob das klappt. Oh, das spektakulär.
Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Ja, wie nicht? Das hat ja gut funktioniert. Hallo, hallo? Ist das hoch genug? Okay. Wohl, hier sind die Dinger ein bisschen kürzer. Ist hier direkt? Ja, das müsste reichen. Okay. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Das haben wir gerade ja sehr gut praktiziert. Und werden das Ganze nochmal machen. Sogar über Kopf rausgeschossen. Nur hat auch gut funktioniert. Also mit jedem weiteren Level kommen jetzt neue, ich sag mal, Arten der Herausforderungen auf uns zu. Und das mit dem Impuls war eben jetzt, ich glaube, relativ einfach erstmal zu verstehen, wie es funktioniert. Hinterher werden die Level natürlich immer komplexer und das Ganze muss dann auch irgendwie miteinander kombiniert werden. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich. Meiden Sie ihn. Toller Tipp. Okay, gut. Also wir müssen da rüberkommen. Wo ist denn das Portal? Ach, die schießt das wieder. Kann ich ja meins schon mal machen. Schießt die jetzt runter? Jawohl, okay. Also ich war gerade eben hier oben drüber. Und die dreht wieder rundum und macht jede Menge andere Portale. So, was müssen wir machen? Wir müssen... Wir können die Tür hier mit öffnen. Jawohl. Gut. Und die geht dann aber wieder zu. Okay. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, ist diese Kugel da hier, diesen Energieball da oder wie man das Ding nennen möchte, hier drüben wieder reinzuführen, damit wir dieses Tor überhaupt öffnen können. Dazu muss ich allerdings... Wenn dieses Tor aufgeht... Ja, ich brauche das andere auf der anderen Seite. Dazu muss ich die Tür aufmachen. Ich glaube, ich habe eine Idee. So, jetzt sind wir hier. Huch. Von den Dingern dürfen wir, glaube ich, auch nicht getroffen werden. So, und jetzt muss ich da das Tor aufmachen. Jetzt kann der hier raus und... Jawohl. Okay. Jetzt fährt der hier hin und her. Oder bleibt stehen, okay. Das heißt, wir müssen dann möglichst dann da raus. Ich stelle mich mal an die Seite, dass ich hier nicht von dem Ding getroffen werde. Verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnquartier. Okay. Ja gut, das ist das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Oder im ersten Video war es, glaube ich, gewesen. Wir können jetzt beide Portale öffnen. Also sprich, ich kann jetzt Eingang...
und Ausgang selbst definieren. Okay. So, wir müssen hier oben rein. Das heißt, wir machen erstmal hier auf. Ach, das ist wieder mit Timer, okay. So, wir teleportieren uns jetzt quasi direkt hinter die Tür. Tada! Cool. War das jetzt der 10. oder der 11.? Weiß ich schon gar nicht mehr. Der Anfang ging ziemlich schnell, deswegen. Aber wir sehen es ja jetzt gleich hier. Ah, der 11. war das schon. Okay, gut. Das ist Nummer 12. Bereit machen zum Rausschleudern. Hinaus in den Raum. Bereit machen zum Rausschleudern, okay. Also Level 12. Da müssen wir uns wieder irgendwie runterstürzen. Ich gucke nur mal kurz. Ich gehe davon aus, dass da oben. Ja, genau, da oben geht's weiter. Das Prinzip hatten wir schon aus dem vorletzten Level. Nur, dass wir diesmal beide Portale öffnen können. Huch! Das war nix. Elegant daneben gestürzt. Jawohl. So, das ganze Spielchen noch mal eine Etage höher. Jawohl. Okay, da oben ist der Ausgang. Ich selber werde das aber nicht machen können. Das heißt, ich muss da hoch. Und den Kubus hier runter fördern. Okay. Ich schieße mich dann quasi im hohen Bogen dann darüber und da oben drauf. Na gut, dann machen wir das mal. Woo! Das war ordentlich Feuer. Teleportieren ist ja keine Wand. Okay, dann müssen wir. Ich hoffe, das geht mit Laufen. Jawohl. Nee, jawohl. Okay, jetzt geht die Tür oben auf. Und wir machen das ganze Spielchen jetzt nochmal. Wir. Was? Bis jetzt geht das ja alles relativ geschmeidig. Gucken, ob jetzt die erste große Herausforderung kommt. Wo wir vielleicht auch mal wieder umkommen werden. Schauen wir mal. 13 gilt ja nicht gerade als Glückszahl. Wenn Sie alle Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Okay, also ich muss jetzt mal die Tür hier aufmachen, damit ich überhaupt aus dem Raum hier wieder rauskomme, um hier drüben darüber zu gelangen. Ah, das ist natürlich eine coole Perspektive.
schnappen wir uns den Kollegen. So, können jetzt genau da oben lang. So, was müssen wir hier machen? Wichtiger Testapparat zerstört. War hier eigentlich schon einer? Ach, genau. Wichtiger Testapparat zerstört. Ich glaube, das habe ich in den vorigen Leveln jetzt verpasst. Naja, egal. Schafft man auch so. So, wir haben jetzt wieder zwei Drücker, um die Tür zu öffnen. Der hier macht was? Der bewegt vermutlich den Untersatz vom Würfel. Dazu müssen wir... Prall den da hier hin. Nicht getroffen? Ne, ach, falsch. Na, mag wohl nicht. Okay. So, was mir jetzt schon mal auffällt, ich sehe hier nur einen Würfel, aber zwei Tasten. Das heißt, wir müssen den jetzt hier drüben noch mitnehmen. So, okay, dann muss ich jetzt hier gleich mit durch. Okay, gut. Also den hätten wir schon. So. Und dann müssen wir da und da. Jawohl. Okay, der fährt jetzt hier rüber. Wir müssen den... Ach, scheiße, der ist jetzt schon vorbeigefahren. Wir müssen... Ach, da fährt wieder so. Aha, gut. Okay. Weil wir müssen nämlich jetzt... So. Na, wenn ich draufstehe, kann ich nicht nehmen. Das war ja wieder oben. Okay, dann müssen wir... Gucken, ob es klappt. Ach, das war ja das Falsche. Blöd. Wir müssen hier... Hier. Tada! Jetzt müssen wir noch da hochkommen. Gut, ne? Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Das hoffe ich doch sehr. Und das werde ich mehr belogen werden? Ich weiß nicht. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. So, Level 14 von 19. Komm echt gut vorwärts. Von der Zeit her würde ich sagen, das machen wir jetzt als letzten Level. Weil da werden wir auch noch ein paar Minuten zubringen. Wir weisen Testpersonen, die gammastrahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat.
Also das Ding muss irgendwie fahren. Okay, im Zweifel einfach mal ein bisschen laufen, dann erledigen sich manche Probleme anscheinend schon. Oh, huhuhu. So, und jetzt brauchen wir hier dieses Energiefeld. Aber ich habe noch keinen. Okay, also wir müssen auf jeden Fall hier den Kubus holen. Dazu würde ich sagen, machen wir hier mal ein Portal und schleudern uns hier wieder raus, indem wir uns jetzt hier runterstürzen. So. Jetzt kommt die Treppe wieder. Ich habe irgendwie Angst, dass die jetzt mal weggeht, wenn ich gerade unterwegs bin. So, aber wir müssen ja hier raus. Das heißt, wir müssen das Ding darüber bewegen und dazu brauchen wir... Ich mach schon mal... Ich hab schon Ahnung, was jetzt kommen kann. So. Denn hier drüben wird sicherlich diese Energiekugel sein. Das war jetzt das Orangen, okay. Na bitte nicht, jetzt ist mein Plan dahin. Muss ich jetzt hier Jump'n'Run-mäßig hier drüber springen? Ich würde mich ja gerne portieren, aber dann ist mein Tor weg. Nein, das geht nicht. Na gut. Hallo, jetzt. So, den hatten wir, okay. Der hinten, der fehlt. Ein bisschen mal da vorne. Okay. Man doch, glaube ich, auch irgendwie speichern. Jawohl. F6. Jawohl. Okay, und jetzt brauchen wir bloß noch den blauen. Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Kann ich eigentlich durch? Ich möchte mich jetzt hier nicht in dieses Loch einstürzen. Kann ich eigentlich... Weiß nicht so gedacht. Okay, machen wir anders. Ich will ja nicht fünfmal hier rumlaufen. Oder drüber springen, so rum. Sind ja auch hier faul. So. Okay. Und jetzt ist ja dann... Ach so, ich dachte, der fährt hier rüber und ich... Okay. Denn ich doch einfach nur rumgehen brauche um die Ecke. Der fährt jetzt hoch, wenn ich hier drauf stelle. Jawohl. So, gut, das hätten wir wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut.